in einer Dreiergruppe jetzt noch spannende neue Ideen stand, die wir noch nicht hatten, oder bevor es wissen wollen, die Botschaft, dann ist jetzt die Gelegenheit, das an die Herren zu gehen, wie das hier nennt. Schon laut. Laut vorzustellen, aber den Zettel hier zu geben. Nein. Auch nicht. Die Idee ist, die Botschaft, die Erkenntnis aus der Dreiergruppe, die Liebe in der Gesellschaft einen Bezug dazu hat, jetzt kurz zu nennen, sodass ich hier ein Mindmap erstelle und dieses Mindmap dann zusammenführe mit dem Thema Liebe in der Wirtschaft, was nach der Pause dann erst erfolgt. Genau. Gut, da waren wir jetzt die Kerzen, wir helfen uns aber anders. Nein, wir sind einfach die Notizen. Okay. Also, welche Dreiergruppe möchte beginnen? Die Erkenntnis zum Thema Liebe in der Gesellschaft hier kurz zu zeigen. Steht doch einfach kurz auf, während und zack. Sprecht. Also, wir haben drei. Drei Erkenntnisse. Drei Erkenntnisse. Gut, bitte. Die erste ist, dass der Appell an den Einzelnen nicht mehr reicht, sondern wir brauchen systemverändernde Gesetze, die die Liebe in der Wirtschaft fördern. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft fördern. Appell an den Einzelnen. Oh, systemverändernde Gesetze, die Liebe fördern. Das zweite war, Führung durch Vorbild, also begleitete Personen, preach what you talk oder act what you preach. Also Vorbildwirkung von Leitenden. Und das dritte war Zuhören und Verstehen. Auch von Arschlöcher. Bei diesem Video. Ja, danke schön. Wer möchte fortsetzen? Wenn Liebe keine Wut entwickeln darf, ist sie gesellschaftsverändernd behindert. Für Wut in der Liebe. Die Wut in der Liebe entwickeln. Jawohl. Tatsächliche Örtlichkeiten sind, an denen Begegnung stattfindet, aber auch Kulturräume innerhalb derer Begegnung stattfindet, die eben zur Begegnung einladen. Das war der eine Punkt. Mhm. Der andere Punkt ist das, was ich so ein bisschen, aber den Weg des Bodhisattva nenne, also das, was ich in der Welt sehen möchte, wie werde ich zu dem, was ich finden möchte, und also zur Liebe zu werden, zur Einladung, zur Liebe, zur Begegnung zu werden. Und diese Einladung ständig zu halten, selbst wenn ich das Verhalten, das ich beobachte, nicht gut heißen kann. Dann darf ich das mit Reflexion dann auch zusammenfassen. Was ich sehen möchte, die Einladung und darüber die Reflexion. Immer in der Einladung zu bleiben. Das haben wir auch ausgearbeitet. Wenn wir anfangen oder aufhören, diese Einladung zu sein, bestätigen wir das Paradigma, das wir nicht, eigentlich nicht mehr haben wollen. Danke. Wir haben überlegt, warum hier nicht 600 oder 6000 zusammensitzen, sondern nur 60 bei einem Thema, was doch alle interessiert und alle wollen.
und kam dann auf die Freiheiten, die dieser Neoliberalismus ja gibt, aber irgendwie nur anscheinend gibt, weil er auch Liebe und Sexualität kommerzialisiert und jede Reformbewegung verschluckt und irrelevant macht, ja, indem er sie einfach zum Verschwinden bringt, durch Infoflutung zum Beispiel. Lösungen wären kritisches Denken und Aufklärung, altbekannt, aber immer noch nicht genug praktiziert. Ja, kritisches Denken deshalb so wichtig, weil wir sind ja nicht mehr im Föderalismus, wo jemand eingesperrt oder umgebracht wird, wenn man gegen die Gesellschaft was sagt oder gegen den Staat. Aber es ist ja sehr subtil und manipulativ, wie über Kommerzialisierung Bilder von richtiger Sexualität, richtig Frau-Mann sein, Schönheit, bla bla. Und das zu hinterfragen funktioniert nur, wenn wir kritisches Denken wirklich lernen. Das heißt, nicht nur das kritische Denken, sondern es braucht Orte, wo wir alle lernen, das wahrzunehmen, wie wir manipuliert werden. Weil wir sind in gewissen Weisen sehr frei hier in unserer Gesellschaft, sonst würden wir hier nicht sitzen. Das ging in anderen Ländern nicht. Aber wir sind dann wieder nicht frei, weil wir manipuliert werden über Werbung, über Schönheitsideale. Und da ist dieses kritische Denken, also ich bin sehr dankbar, dass ich das im Studium lernen konnte, ganz viel, und da Leute getroffen habe, aber dass die Chance haben nicht alle. Das heißt, wo können das alle lernen? Also man, da muss man ja schon wieder im Bildungs- und Erziehungssystem ansetzen. Ne? Also, dass es nicht nur 60 Leute gibt. Also die Fähigkeit ist, die Chance, wie man informieren lernt, darum geht es nicht. So, kurz noch langsamer, damit es abwehrt. Über Bildung und Erziehung hatten wir auch am Anfang gesprochen und auch was die Familie für eine Rolle hat in diesem Kontext, dass dort eben schon die Basis gelegt wird. Und dann sind wir aber auch nochmal ganz stark auf diesen Punkt Mut, also Mut jedes Einzelnen, das Menschliche oder die Gefühle in diese Felder zu tragen, wo wir das sonst weghalten, also in berufliche Felder, in Sitzungen. Und ich finde das wahnsinnig, also ich finde, es gehört sehr großer Mut dazu, sowas einzuladen in Kontexte, wo das nicht gewöhnt ist. Ne? Ja. Also ich traue es mich oft nicht. Ja, danke schön. Dann schwenken wir nach da. Hier gibt es zwei Meldungen. Von rechts an. Zweiter. Ich wollte nochmal anknüpfen, dass wir gerade haben, kritisches Denken zu lernen. Wir haben uns viel mit der Verbundenheit mit der Natur beschäftigt in unserer Gruppe.
Verbundenheit, je mehr Verbundenheit, desto mehr Liebe. Dann alles, was lebt, freut sich, wenn wir es anerkennen. Und ich würde wahrscheinlich, wir haben einiges, aber das dritte, aus der Angst in die Liebe und Verbundenheit, also wie auch das ist unser Weg ist so im Leben, aus der Angst kommen wir zu uns in Selbstliebe und dann in Verbundenheit mit allem. Ja, Adrian? Was ganz Praktisches, Achtsamkeit, Meditation, Yoga, in der Natur sein ab dem Kindergarten oder Kinderkrippe. Ja, super. Ich möchte es nochmal kurz ergänzen, weil das, was wir jetzt gesagt haben, was wir immer schon auch als Pädagoge, der ich ja schon seit Jahrzehnten bin, auch, dass das Bildungssystem sich einfach radikal ändern muss, weil wir immer noch unsere Kinder in dem Bildungssystem erziehen, was aus dem preußischen Denken kommt, preußischen kommt. Und wo es noch darum geht, dass wir eben diese Erfahrungsräume auch schaffen, also dass die Menschen wieder lernen und erfahren, was es heißt, verbunden zu sein, was es heißt, mit einem Baum zu sprechen, was es heißt, mit einer Pflanze zu sprechen, das heißt, was es heißt, mit einem Tier in Kommunikation zu gehen und mit sich selbst in Kommunikation zu gehen, weil das sind Dinge, die werden in der Schule gar nicht unterrichtet. Oder wie sieht denn mein Körper eigentlich aus? Woraus besteht mein Körper? Das wird überhaupt nicht unterrichtet. Ja. Das ist ganz, finde ich, ganz zentral, wenn wir was in der Gesellschaft verändern wollen, dass wir das Bildungssystem nicht verändern. Oh. das ist mir jetzt echt wichtig. Ja. Mal gucken, wie das rauskommt. Ich habe selbst am eigenen Körper das erfahren oder am eigenen Geist das erfahren, was ein Yogi mal zu mir gesagt hat. Der hat gesagt, die Gesellschaft kommt in Liebe und transformiert sich, wenn jeder 20 Minuten pro Tag meditiert. Oh. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage in die Runde. Wer meditiert jeden Tag 20 Minuten oder mehr? Potenzial, würde ich sagen. Ja, danke. Eine andere Frage. Ja, also wir drei, wir waren ja auch die drei Vortragenden, wir haben ja in den Fallkomitee Liebe gegründet. Wir wollen die ganze Gesellschaft infiltrieren mit Liebe, offensichtlich und geheim. Und außerdem haben wir schon eine Vertreterin für Österreich gefunden. Ja. Ein Zentralkomitee Österreich. Ich bin schon angestiftet worden. Also wir hatten noch das Wort Vorlieben anstelle Vorleben. Oder genau, dass es auch um dieses Vorlieben geht. Und was uns irgendwie auch noch wichtig war, war ein Enthusiasmus hier, dass wir finden, dass es auch ein Stück weit Bescheidenheit braucht und zu sehen, was auch schon da ist. Also auch in anderen Gruppen, also ne, es sind ja nicht nur spirituelle Menschen, die mit offenem Herzen in dieser Welt durch die Gegend laufen, also anerkennen, was da ist und dankbar zu sein, dass es in allen Nischen und Ecken entsteht und auch das Vertrauen zu haben, dass es nicht nur auf uns ankommt, sondern dass es überall schon passiert. Das war mir jetzt nicht wichtig. Danke. Und dann vielleicht noch mit diesem Wahrheitsparadigma, wir hatten den Mut auch nochmal so wichtig, also den Mut, ganz du selbst zu sein, ne? Immer wieder bei der Selbstliebe anzufangen, zu erkennen, wer ich bin und wirklich den Mut, in allen Situationen ich selbst auch zu sein. Oh.
nicht schon genannt wurde. Wir sind ja ein intelligenter Organismus. Go. Ich habe zwei kleine Punkte. Der erste wäre, ich würde das Natur- und Waldmensch sehen, arbeite viel zum Thema Extremismus und bin irritiert über den rechten ESO-Bereich, der gerade wächst, wo auch praktisch das Gegenteil von dem, was wir sagen, im Naturkontext legitimiert wird. Das könnten wir uns auch irgendwann mal anschauen. Und das Zweite ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir schon zu sehr in der Therapie sind, bevor wir die Anamnese abgeschlossen haben. Also warum sind wir 60 und nicht 600 hier? Warum schließen sich nicht so viele diesen Ideen an, die wir so gut finden? Haben wir verstanden, was andere daran hindert, das zu tun, was wir für richtig halten? Sind wir schon so weit, die Therapie zu verschreiben? Haben wir wirklich verstanden, was dem im Wege steht? Müssen wir nicht noch mehr mit denen sprechen, die nicht so sind, wie wir es für richtig halten oder für sie glauben, dass es für ihre Entwicklung toll wäre? Wir sind ein bisschen zu sehr, habe ich das Gefühl, schon in der autoritären Struktur, wo wir wissen, wie es geht und die anderen einfach bockig sind. Ja. Und wenn wir nicht verstehen, warum, dann das schwierig. Und können wir es schon genug? Das kommt noch dazu, genau, Demut ist auch ganz gut. Ja, danke. Sorry, jetzt die letzte Variante, ich habe jetzt schon. Also wir hatten in der Gruppe keine Lösung gefunden, sondern hatten nur einen Ansatz, wo wir nahe gesagt haben, wir haben eine Front de Passus gegen uns. Unser Lösungsansatz, den ich noch einbringen wollte, war aus der Opferrolle herausgehen, weil das die eigenen Kraftfelder feststellen, haben aber gemerkt, dass es ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, gerade hier im Umfeld, die sich in der Opferrolle wohlfühlen, die einen Sadismus pflegen, auch andere quälen zu wollen, und waren in der Gruppe sozusagen als Ergebnis in der kurzen Zeit gekommen, dass man da so nicht gegen ankommt, aber dieser Ansatzpunkt, den wollte ich wichtig einbringen, aus der Opferrolle und eben wahrnehmen, dass andere sich in der Opferrolle wohlfühlen, weil man ohne Verantwortung quasi alles kritisieren kann und sich da richtig reinflüchten kann. Da würde ich mal noch was hinten dran. Nein, sorry, wir waren das keine Diskussion, es ging jetzt nur darum, Inputs reinzubringen. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Wer will, kann auch bezahlen gehen und danach machen wir so einen Abschluss des Events mit Ideen, wie machen wir das vielleicht weiter oder sorgen dafür, dass das nächste Mal größer wird, was auch immer. Das machen wir. Und ich spreche das ganz kurz ab. Diejenigen, die noch ein Anliegen haben, bitte kommen zu mir. Und ich notiere es noch. Okay? 10 Minuten Pause. 10 Minuten. Ja, kannst du nach rechts, links leiten, nur das mit den Ergebnissen. Ja, das musst du halt dann. Also ich glaube, was wir herausgefunden haben. So, ich muss jetzt mal hören, was die da vorne sagen. Mit dem Mikrofon und wenn jemand hier spricht, dann kann ich nichts. Was hast du gesagt? Ausgehend von der Frage, was braucht es in der Wirtschaft,
Qualität der Liebe. Und hier haben wir uns an Fromm orientiert. Und Fromm mit den vier Eigenschaften Achtung, Verantwortung, Fürsorge und Erkenntnis. Das heißt, dass die Qualität der Liebe umsetzen zu können. Und wir haben hier einige Cluster gefunden, Ansatzpunkte. Auf der einen Seite geht es darum, um die Haltung, um die Werte, Respekt, ja, Kooperation mit Herz, ja, das Lächeln, die Beteiligung, Begeisterung, das immer wieder hinterfragen, die Dankbarkeit und den Sinn für die Veränderung, die Kreativität, Co-Kreativität, die wir brauchen, die Wertschätzung, die Zugehörigkeit. Ja. Dann auch natürlich die Eigenverantwortung wahrnehmen und wie kann es gelingen, Work-Life zu integrieren. Dass wir hier zu einer Integration kommen und möchte hier noch einmal die Einladung an alle hier aussprechen, eben Work-Life-Balance, dieses Konzept hinten anzustellen und in die Work-Life-Integration hier zu kommen. Ja, was braucht es weiter? Über die Achtsamkeit hin auch dann konkrete Rahmenbedingungen mit flexiblen Arbeitsbedingungen, wo wir auch von zu Hause arbeiten können und trotzdem aber auch sozial angebunden sind. Wir brauchen Prozesse, wir brauchen Unternehmensziele, die auch die Ziele der Mitarbeiter sind. Wir brauchen hier diese gemeinsame Klammer, wir brauchen das Commitment, damit eben auch Motivation und Engagement im Unternehmen möglichst hoch erhalten bleibt. Wir brauchen genauso, wie wir heute in der Gesellschaft festgestellt haben, Vorbilder im System, die Vorbilder schaffen. Da haben wir ja schon einige, Bodo Jansen haben wir zum Beispiel gestern gehört. Dann haben wir auch über das Thema Zeit diskutiert, Zeit füreinander und sind dann übergegangen eben zu dem Thema Sinnfindung, visionäres Weltbild mit den Erfolg und dem Wachstum, den wir brauchen. Wachstum jedes Einzelnen, aber auch Wachstum in den Unternehmen, der Wirtschaftseinheit, weil ohne der Produktivität geht. Und die Schöpfung aller. Und wir wollen darüber sprechen und es sehen. Und wir wollen eben den Mensch positiv hier in den Mittelpunkt drücken. Ja. Und es braucht da auch ein Fundament, nämlich die Existenz. Es geht auch ums Geld verdienen und es geht um die wertschätzende Entlohnung. Ja, all diese Aspekte haben wir gestern beleuchtet und ja, haben hier noch eben von dieses visionäre Weltbild, wurde eben aufgeteilt, wie kann es uns gelingen, diese Praxis im Alltag umzusetzen, wie kann es gelingen im Business, in den Unternehmen konkret, verknüpft mit dem visionären Weltbild. Ja, wir haben ja auch vom Quantenweltbild gesprochen. So, der Rahmen ist gespannt, das Feld ist aufgemacht und ja, von da springe ich jetzt gleich hinüber, Liebe in der Gesellschaft. Hier wart ihr gerade in diesem Prozess ja alle mit dabei. Wir haben hier auch über die Werte, über die Haltungen diskutiert, von Achtsamkeit, Offenheit, Demut, ja, in Beziehung gehen, übergreifend in die Verbundenheit, Mut, Gefühle in die Felder zu tragen, aber auch das sich selbst zu beginnen. Dazu braucht es aber auch Räume, Kulturräume, Erfahrungsräume, Begegnungsräume, das Liebe vorleben, vorlieben, ja, auch hier die Vorbilder. Dann schlagen wir den Bogen von den wissenschaftlichen Paradigmen hin zu dem Bildungssystem, nehmen die Familie auch hier mit hinein und dann ja, das Zentralkomitee Liebe, wo ja, wir uns alle schon darauf freuen, wie kann hier System veränderte Konzepte auch umgesetzt werden. Ja, so spannt sich der Bogen in das Thema hinein. Ja, und ich freue mich, dass wir diese Ansätze, diese Samen, die wir hier gesät haben, dann gemeinsam da und dort, jeder für sich oder in den einzelnen Unternehmen, dann umsetzen kann. Viel Liebe und Herzöffnung dazu. Danke, Andrea. Wow. Was für eine reiche Ernte. Danke, Andrea.
meinem löcherigen Gedächtnis, so das jetzt alles aus zusammentragen stand, aber beim Frühstück, Gott sei Dank, waren der Stefan mit P und der Stefan mit F und die Marion, war Marion da, ja, und wir haben uns zusammengesetzt und da war es innerhalb von ein paar Minuten, hatten wir es zusammengetragen und waren uns auch einig, um was es gestern im Wesentlichen ging. Es gab einmal die Herbergen am Rande der Welt von Bodo Jansen, dann gab es das Eco-Wellness Valley in Bad Gastein von Stefan mit F. Dann gab es die Toskana World von der Marion und dann unser Kloster Natursinne in Österreich. Wir haben uns gefragt, was sind denn jetzt die Gemeinsamkeiten all dieser Konzepte? Und haben sehr schnell übereinstimmend festgestellt, alle haben einen ökologischen Ansatz, alle haben jetzt was mit Gesundheitsförderung zu tun. In allen geht es auch um einen sozialen Anspruch, darum auch, dass der Gemeinschaftsgeist gefördert wird und auch eine spirituelle Dimension. Habt ihr noch was zu ergänzen? Das waren die Gemeinsamkeiten, auf die wir uns geeinigt haben. Und alle haben Know-how. Das hast du jetzt noch dazu gefügt. So, und jetzt haben wir natürlich überlegt, was gab es auch an Besonderheiten, Unterschieden. Also beim Bodo Jansen an den Herbergen am Rande der Welt gibt es einen benediktinischen Anspruch. Also er versucht tatsächlich, die alte Benediktiner-Tradition neu zu beleben. Und da gibt es auch relativ strenge Regeln, die aber neu interpretiert werden. Dann im Eco-Wellness Valley in Bad Gastein, da geht es um Freude und Liebe. Und Gesundheit, das war eher eine Gemeinsamkeit. Ja, aber darüber hinaus auch um Freude und Liebe. Bei Marion in der Toskana World, das ist ja Wellness und auch Reha-Einrichtung, wird Glück und Gesundheit als Zielsetzung auch formuliert. Und bei uns im Kloster, wir versprechen kein Glück. Wir versprechen auch keine Liebe. Sondern wir überlassen das denen, die kommen, dass die in der Eigenverantwortung dafür bleiben, dass das entstehen kann. Wir schaffen nur Rahmenbedingungen, von denen wir hoffen, dass sie möglichst förderlich sind, dass diese Dinge entstehen können. Ich habe aber mich vehement geweigert, dass wir das als Ziel formulieren, weil wir Sorge haben, dass wir damit gerade das behindern könnten. Ja, sondern wir schaffen nur Rahmenbedingungen, sind dann bescheiden, hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Ich glaube, das war's. Wollt ihr noch was ergänzen? Nein, das passt. Dankeschön. Mit den Menschen, die da zusammengefunden haben. Das ist dann natürlich an. Das steht doch auf. Ja. Also im Workshop Transpersonale Liebesfähigkeit haben wir gebündelt, was für Erfahrungen Menschen gemacht haben mit transpersonaler Liebe und was in dem Moment, wo sie diese Erfahrungen gemacht haben, für Bedingungen geherrscht haben, um zu gucken, was braucht es denn, damit Menschen solche Erfahrungen machen. Und in dem speziellen Rahmen, in dem das stattgefunden hat und mit den Menschen, die da waren, war das interessanterweise, würde ich jetzt sagen, der erste Punkt Entspannung. Das heißt, eine transpersonale Liebeserfahrung konnte nur stattfinden in einer Atmosphäre, in der kein Druck und keine Schnelligkeit herrschte, wo Präsenz und Wahrnehmung möglich war.
Das ist jetzt sehr simpel, aber doch sehr wichtig. Also ich finde diese Erkenntnis sehr spannend. Also Entspannung. Das zweite, Sicherheit. Wird total unterschätzt, habe ich lange total unterschätzt. Sicherheit im Sinne von, also erstmal gesellschaftspolitisch, wir leben in einer Demokratie. Wir dürfen solche Räume kreieren in unserer Gesellschaft. Das ist wichtig, also Freiheit spielt damit rein. Sich zeigen können, hat mit Sicherheit zu tun. Wir zeigen uns nur verletzlich, wenn wir uns sicher fühlen. Also können Momente transpersonaler Liebe als Erfahrung nur entstehen, wenn wir uns wirklich sicher fühlen. Und das bedeutet auch, dass weil die meisten Momente transpersonaler Liebe in der Beziehung erfahren wurden zu anderen Menschen, bedeutet das auch, dass Wohlwollen eine Grundvoraussetzung ist, ein gegenseitiges Wohlwollen, tatsächlich, um solche Erfahrungen machen zu können. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, da konnte ich mich jetzt nicht entscheiden zwischen natürlich Selbstliebe als Grundvoraussetzung, aber eben auch Bildung. Das hatten wir eben. Zu Bildung gehört für mich Orte schaffen. Steht hier auch irgendwo mit bei. Kritisches Denken lernen. Das heißt auch schon gucken, was braucht man in der Schule schon. Wo ist denn der Beitrag eben zur Grundschule oder zur Schule? Das fand ich total wichtig, das Schulsystem. Das heißt, warum gibt es keine Fächer wie Kommunikation in der Schule, obwohl Kommunikation die Grundvoraussetzung menschlichen Handelns ist? Oder vielleicht, wie kann das sein? Warum lernen wir nicht ins Herz zu gehen? Und da noch ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Bildung, Körperwahrnehmung. Also, dass wir Menschen eben nicht lernen, ach, Gefühle können wir auch körperlich wahrnehmen und wo und was heißt das eigentlich? Wenn wir die Chance haben, ich habe das auch relativ spät erst gelernt, also ich habe so in den Anfang meiner 20er das gar nicht gewusst und meinen Körper nicht so wahrgenommen wie, wo wird es denn steif, wenn ich mich nicht wohlfühle, wo empfinde ich Liebe wirklich. Das kann man auch lehren, das wäre auch ganz wichtig. Also Körperwahrnehmung, das war immer wieder dieses Liebe, also transpersonale Liebe körperlich auch wahrnehmen. Das Witzige ist ja dann eben, dass das Transpersonale da auch wirklich eine Körperempfindung ist und ganz personal wird. Ja. Danke.